Hallo, grüß euch. Eines meiner ersten Videos da am Kanal war der Kärntner Rheinling. Ich glaube, 2016 habe ich das gemacht. Und das ist eine Mehlspeise, die für uns Kärntner einfach unentbehrlich ist, vor allem zu Ostern. Da wird es zu Osterjausen gereicht, aber auch so unterm Jahr essen wir es eigentlich die ganze Zeit. Und es gibt ein paar Abwandlungen vom Originalrezept und vor allem was die Füllung betrifft, so wie die Mohnfüllung zum Beispiel. Also der Mohnrheinling, das zeige ich euch heute, ist eine ganz eine wunderbare Alternative zu der Zimtpartie vom Originalrezept. Und ich gebe obendrauf noch eine Glasur aus weißer Schokolade. Ich verwende dazu die Zotterglühbirnchen, also kleine Schokostückchen, die wunderbar schnell schmelzen. Und ihr habt da eine Bio-Schokolade, die fair produziert und gehandelt ist. Gut, gehen wir zur Zubereitung. Wir fangen an mit dem Germteig. Dazu brauchen wir eine große Schüssel. In die geben wir einmal die Milch. Die soll bitte nicht direkt aus dem Kühlschrank kommen. Ich habe sie überhaupt gerne ein bisschen lauwarm, nicht zu warm. Gut, und da lösen wir die Frischhefe drin auf. Also einfach hineinbröseln und rühren. Wenn die Hefe in der Milch ganz aufgelöst ist, dann kommen die restlichen Zutaten dazu. Also einmal das Dinkelmehl, Salz, Vollrohrzucker, Zitronenschale, optional etwas Rum, ein Ei und weiche Butter. Die zupfe ich so in Flocken. So, und alles jetzt zu einem Teig verkneten. Also zuerst wird es einfach mal verrührt. Jetzt geben wir den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche. Und kneten ihn gut durch. Also da können wir jetzt ruhig ein paar Minuten kneten. Wichtig ist, dass die Butterstücke gut eingearbeitet sind. So, der Teig ist jetzt ganz geschmeidig. Fertig ist er, wenn er ganz eine seidige Oberfläche hat. Dann kommt er zurück in die Schüssel, die ist eh noch ein bisschen mehlig. Und wird zugedeckt mit einem feuchten, sauberen Küchentuch. Und jetzt lassen wir ihn einfach mal gehen. In der Zwischenzeit bereiten wir die Mohnfüllung vor. Dafür müssen wir mal den Mohn mahlen, weil ich kaufe den immer ungemahlen. Weil es nämlich so ist, dass er sehr fetthaltig ist, wie alle Samen und Nüsse. Und wenn das gemahlen wird, dann kommt das Fett mit Sauerstoff in Berührung und wird schnell ranzig. Deshalb mache ich das immer frisch. Einfach so eine kleine Mohnmühle und so portionsweise mahlen. Das gebe ich in einen Topf, weil wir das Ganze dann erhitzen müssen. Zum gemahlenen Mohn kommt jetzt die Milch. Ich verwende da Hafermilch gern. Dann der Vollrohrzucker. Und Zitronenschale. Und das kommt jetzt auf die Herdplatte und wird unter Rühren etwas erhitzt. Einfach ein, zwei Minuten ein bisschen rühren und quellen lassen und dann vom Herd nehmen. Jetzt kommen Rosinen dazu, wenn man das möchte. Und ich gebe auch noch gerne ein bisschen Rum dazu. Also beides quasi optional. Unterrühren. So, die Füllung ist jetzt fertig und da gibt es einen Deckel drauf und wir warten, bis der Germteig auch soweit ist. Ja, nachdem der Teig jetzt ca. 1,5 Stunden gegangen ist, schaut er so aus. Und jetzt wird er ausgewogen. Butter müssen wir zerlassen und irgendeine Form, Gugelhupf zum Beispiel, schön ausbuttern. Gut, dann gehen wir es an. Ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche geben und wir holen den Teig aus der Schüssel. Ich wolge ihn so zu einem Rechteck ca. 30 x 40 cm aus. Der Teig wird mit Butter bestrichen. Dann geben wir die Mohnfüllung, da diese Mohnmasse, auf den ganzen Teig einfach ausbreiten. Ich bin ja ein Fan von viel Füllung. Wenn euch das zu viel ist, könnt ihr es auch reduzieren, logischerweise. Ich schaue, dass ich die Füllung wirklich bis zum Rand her auftrage. Etwas Butter habe ich noch übrig gelassen, weil damit wird der Rheinling dann vorm Backen noch bestrichen. So, und jetzt rollen wir ihn ein. Trockene Finger. Ich kann ein bisschen Hilfsmittel verwenden, aber es geht in der Regel sehr, sehr gut. Ein bisschen Mehl oben ist einfach wegputzen vorher.
Enden ein bisschen verschließen und dann in die Gugelhupfform heben. Hoch. Passt. Und jetzt muss er noch einmal eine Dreiviertelstunde circa gehen, wieder das feuchte Tuch drüber geben. Das mache ich einfach immer, damit die Oberfläche nicht so eintrocknet. Schön schaut der Rendling aus. Jetzt wird er noch mit Butter bepinselt. Das Backrohr habe ich auf 175 Grad Ober-Unterhitze eingeschalten. Grundsätzlich muss man es nicht vorheizen. Man könnte ihn so auch vorher schon reingeben, aber dann ist es einfach schwierig, eine Zeitangabe zu machen. Wenn das Backrohr vorgeheizt ist, dann kann ich einfach im Rezept ganz genau angeben, wie lange ihr ihn drin haben müsst. Ich gebe ihn so auf untere Schiene und da bleibt er etwa dreiviertel Stunde drin. Der Rheinling ist bereits ausgekühlt und jetzt habe ich hier ein Wasserbad, also Topf mit heißem Wasser, und die Glühbirnchen habe ich da in die Schüssel gegeben. Die lassen wir jetzt da drin schmelzen. Und jetzt geht's ans Glasieren. Wie ihr das haben möchtet, ist ganz euch überlassen. Ich glasiere ihn nicht als komplettes, sondern ich lasse die Schoko einfach so seitlich runterrinnen. Gefällt mir sehr gut. Und wenn man mag, kann man noch ein bisschen Mohnsamen obendrauf geben. Schaut einfach ganz lieb aus. In dem Fall habe ich jetzt Blaumohn, wegen der Farbe. Gefällt mir einfach besser als Graumohn. Aber jetzt geschmacklich entdecke ich da keinen Unterschied. So, der Mohnrheinling ist fertig. Ihr seht auf den Bildern, wie er angeschnitten ausschaut. Also wie gesagt, ich liebe es, wenn richtig viel Füllung drinnen ist. Das kann man handhaben, wie man möchte. Wir essen diesen Rheinling sehr gerne zum Nachmittagskaffee. Vielleicht ein bisschen Schlagobers sogar dazu. Ja, ganz wunderbar. Das genaue Rezept findet ihr wie immer in einem Link in der Videobeschreibung. Freue mich wie immer, wenn ihr das nachmacht, mir ein bisschen Feedback gebt. Bis zum nächsten Mal. Vierte Teil.